Ja, hi. Und willkommen. Wollte so ein bisschen in Sync sein mit der Musik im Hintergrund. Mit diesen. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Röpke und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Im vielleicht letzten Kapitel, im wahrscheinlich letzten Kapitel, sehr wahrscheinlich letzten Kapitel, ne? Wo wir hier Sombron gegenüberstehen in Kapitel 26 war es jetzt, ne? Ja, das letzte Bündnis. Und ja, tun wir mal so, als wenn jetzt nicht irgendwie wieder ein paar Tage vergangen, seit ich letzte Aufnahme gestartet hat. Und ja, machen wir einfach hier weiter und ich tue mal so, als wüsste ich, was ich hier tue, ne? Eine Sache habe ich noch nicht nachgeguckt. Okay. Sie hat noch. Weil Beilef hat ja dieses Erfahrungspunkte-Ding hier. Deswegen brauche ich ihr halt nicht geben. Aber Erfahrungspunkte spielen jetzt sowieso keine Rolle mehr. Wir sind im letzten Kapitel, da ist es jetzt vollkommen egal, ne? Ich habe mich mal hier so umgeschaut hier in diesem Kapitel, ne? Und ganz ehrlich, auf den ersten Blick sieht es noch nicht schwierig aus, aber ich bezweifle, dass es hier sehr einfach wird. Ne? Wir sind im finalen Kampf. Je nachdem, was hier noch passiert, kann das hier unglaublich nervig oder unglaublich einfach sein. Ne? Wenn das hier alles ist, dann ist das wahrscheinlich noch relativ einfach. Ne? Aber ich bezweifle es. Ne? Je nachdem, ob jetzt hier noch irgendwie Verstärkungstruppen kommen, ob er sich hier sofort bewegt oder ob er irgendwie, weiß nicht, ob er wird sich wahrscheinlich in den Drachen verwandeln. Ne? Aber wie wird das stattfinden? Ne? Kommen wir dann in der nächsten Level oder so? Haben wir dann so ein Checkpoint dazwischen oder geht das schon direkt los oder so? So je nachdem, wie das hier alles passieren wird, was hier für böse Überraschungen in diesem Kapitel kommen, kann das hier relativ einfach oder relativ schwierig werden. Ne? Und ja, zur Not müsste ich dann wahrscheinlich einen zweiten Versuch hier machen. Ne? Aber gucken wir mal, wie das hier abläuft. Ne? So. Ja, ich habe mich so hier so, weil ich positioniert, wie ich das so ungefähr handhaben will. Ich habe das noch so in Erinnerung. Ne? Meine Schwertkämpfer sind alle hier, die kümmern sich um die Axtkämpfer. Jeder Gegner hat hier irgendwie eine super starke S-Rang-Waffe, ne? Was ein bisschen unschön ist, ne? Aber ich glaube, ich habe alles so positioniert, dass wir das überleben. Ne? Wenn er sich im ersten Zug direkt bewegt, dann haben wir ein Problem. Ihn können wir festhalten, ne? Weil er hat nur das hier, was ein bisschen verdächtig ist. Ne? Wer hat nochmal Corin? Ich bin blind. Red Corin. Du hast Corin, genau. Genau, deswegen habe ich dich hier in der Mitte gelassen, genau. Also falls er sich bewegt, ihn tun wir sofort festnageln, ne? Um ihn zu entschärfen. Kennen wir ja mittlerweile, ne? Die Strategie. Level 15, ja. Und als andere, wir müssen die Gegner nicht erledigen, wir können uns nur auf Sombron konzentrieren, ne? Weil dann ist das Kapitel vorbei, anscheinend. Werde ich vielleicht auch zur Not machen, aber ja, gucken wir mal, wie das hier abläuft, ne? Wir gehen jetzt einfach mehr rein. Ich habe, glaube ich, alles bedacht, ne? Ich könnte vielleicht ein paar bessere Heilstäbe und so ausrüsten, aber was soll's, ne? So Stärkung oder irgendwie so was, ne? Ah, gucken wir mal, wie das hier abläuft, ne? Wir haben ja noch so andere Heiloptionen, ne? Einige haben ja hier so, ja, zum Beispiel Momente, ne? Damit kann er ja auch heilen und so. Ich glaube, einige andere Charaktere auch, ne? Von daher, da wird schon irgendwie klappen. Gucken wir mal. So, dann würde ich sagen, speichern noch ein letztes Mal, ne? Nicht auf diesen Speicherstand, weil das ist der, bevor wir den Ring verteilt haben, ne? Und dann gehen wir mal hier rein und gucken, was hier so passiert. Ne? Ich habe alle Ringe. Ich tue noch mal ganz, weil es wieder ein paar Tage hinten ist, glaube ich, so 3 Tage her, seit ich hier die ganzen Vorbereitungen gemacht habe. Und ja, gucken wir mal. Gehen wir los. Gucken wir mal, wie das hier abläuft. Ne? Was hier passiert. Verweilt er sich jetzt in den Drachen? Gucken wir uns alle an.
Müssen wir ohne unsere Embleme kämpfen? Ich habe eine Hand. Genau das habe ich gemeint. イトシキ世界の平和を守られるぞ。貴様らは帰れず、ここで死に、我の絶望を知るがよい。帰れなくなるのか。元より死は覚悟していた。だが、すまない。ブロディアの民を。イルシアンのために顔向けができないわね。ごめん、母さん。終わりだ。 せめてこの手で楽にしてやろう。我がこの世界にいた証しごとすべて跡形もなく消し去ってくれる。させません。なんだと。諦めませんよ。扉はまだ閉まっていない。私の力で紋章師をもう一度権限します。 信じてください、みんな。みんなの思いがあれば、私はそれだけで強くなれる。信じるわ、お兄ちゃん。ベイル、私もあなたに力を送る。竜になれなくても、紋章師を権限できなくても、私も竜の王族よ。私にだって何かできる。はい、僕たちも立ち上がろう。 Das ist auch so ein Trend in Fire Emblem. Man hört immer die letzten Worte von einem Charakter im finalen Kapitel. の神様、今度は私があなたの力になるわ。これまで救われた思いのすべてをあなたに、同じ竜としてあなたに力を、奇跡を起こすために、ここでパパを止めるために、シュンとしてちゃダメだよね。顔上げて前向いて、勝利と神竜様を信じるのみ。 信頼が力になるなど綺麗事だ。しかし神竜様ならと思ってしまう。Here's my letter. That's okay。父上、そして志半ばで散った兵たちの思いも皆捧げよう。神竜様、 どうか。最後まで駆け抜けましょう。へばっても、私やみんなが背を押しますわ。ああ、そうそう、カクティア。神竜様のお力になりましょう。モーブの思いも乗せて。死なせません、神竜様。今度こそ、あなたに勝利を。私はそのために世界を越え、ここにいるのですから。 All diese wichtigen Charaktere, und dann ist alles so John. Und was mache ich hier? Ich bin 10-jähriger Junge. Minna o sukuitai. Minna to ikkite modoritai. Kimochi ga chikara ni naru nara. Tanomu de, Shinryu-sama. Yay. Koshoku no. 全ては無駄なあがきと知れ。
Also wie mein Intro. DLC ist auch. Jeder bekommt heute Screen Time. Was sind meine zwei DLCs? Das ist schon irgendwie cool. Mal einen Screenshot machen, wo ich den eigentlich auch eine Wanda. Ich weiß, wenn du aufgibst, mich zum Aufgeben zu bringen. だからみんなといるんです。みんなが側にいてくれるんです。絆が引き裂かれた時、強い絶望が生まれるというのなら、裂かれた絆をつないだ時、より強い希望だって生まれます。裂かれれば求めは、その絆は前よりも強くなる。何度別れ、踏みにじられても、私がつなぎ直す。あなたをどこへも行かせはしない。 Alles klar. Boom. Ah, einen Moment lang habe ich gedacht, wir hören das Intro ja im gesamten Spiel, ja im gesamten Kapitel. Okay, so. Wie machen wir das jetzt, ne? Ich habe mir gesagt, wie gesagt, ich habe jetzt echt gedacht, wir würden echt nicht die Embleme spielen können, ne? Aber Gott sei Dank kann man das noch. So, wenn ich mich nicht irre, dann warte mal, hier habe ich das irgendwie so gemacht, ne? Warte mal, er kann sich nur hier bewegen, deswegen bewege ich da irgendjemanden hin. Wer ist das? Hier haben wir so starke Waffen, nämlich, ne? 60. Das ist eine Menge Schaden. 16. Wie sieht es mit Crit aus? 17. Ein Stück Glück würde irgendwie angezeigt werden. Ich muss die ganze Zeit hier rein und raus gehen dafür. So. Ich mache das so. Ne? Beweg sie hier hin, ne? Sie kann aber damit nicht treffen wahrscheinlich. 121. Du hast eine Ausweich von 50%, das ist nicht so viel. Physische Angriff 55, da wird aber noch genug sein, ne? Ja. Also hier ist noch ein bisschen chillig gerade. Ja. Ich kann so ausprobieren einfach. Ich verstehe nicht, wie die jedes Mal irgendwie ein besseres Thema erschaffen mit jedem Fire Emblem.
könnte schon meinen, Fire Emblem Three Houses hätte irgendwie das beste Thema, ne? Obwohl eigentlich Fire Emblem Three Houses ist immer noch klasse. So. Stimmt, ich hab's. Ja, weil sie ja nicht gebrochen werden kann, genau. Ich bin schon gefallen. Was habe ich hier nochmal gemacht? So, Giftzahlen, das gefällt mir, bin ich. So, mein Plan ist jetzt hier, die Leute hier alle so anzulocken. Ich glaube, das war in Ordnung, ne? So, wir haben so viele Supports, das heißt, ich kann die alle schön hier platzieren. Oder auch nicht. Schön. Haben wir doch das Lied. Aber ich weiß nicht, was ich mit Zellkopf hier machen soll. Weil er wird ja wahrscheinlich nicht so einfach überleben. Wohl ausweichen 106, 150, das ist eigentlich nicht schlecht. Aber ich glaube, ich wollte sie eben platzieren, ne? Ich glaube, es wäre einfacher, ihn hier zu platzieren, ne? Oder sie? Ne, sie hat eine Verteidigung von 14, hat sich ja jetzt erst. Und dann so niedrig. So. Und euch müssen wir so anlocken. Sieht schon so ein bisschen zu einfach aus. Ich weiß, ich werde diesen Satz bereuen, aber weiß nicht. Ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, hier alle irgendwie mit so Dings hier rumrennen, ja, wie heißt es? Dich kann ich eigentlich auch hier platzieren, ne? Ja, guck mal. Ja, je nachdem, was jetzt hier so passiert mit Sombron, ne? Ich kann den doppeln. Okay. Ja, es lief eine ganze Ecke besser, als ich gedacht hätte. Die Crit-Chance hat mir ein bisschen Angst gemacht, aber. Ja. Gott. Oh, ich will den aber nicht töten. Das ist genau der, den ich. Ja, auch. Das ist genau der, den ich nicht am Leben haben will, weil er vergiften kann. Oh Gott. Oh, hat er ihn gerade den. Ich glaube, er hat ihn gerade in Reichweite von dem Schützen da geschossen. Oder? Ich glaube, er ist in Reichweite von dem Schützen. Oh. Gerade sehr mächtig. Okay. Bringt aber alles nichts, wenn der Schütze ja Rafael erreicht und ihn umnietet. Na warte mal, ich glaube, er kann den gar nicht erreichen. Weil wir alle im Weg sind. So, einmal. Nochmal, bitte. Noch komm. Okay, das war einfach. Aber das kann es ja unmöglich sein, ne? Da kommt doch irgendwas Übles. So. Mach mal. Ja, ich kann auch mal Durchlauf benutzen. Egal. Mal hier. Colored Volk. Bin ich die Waffe von Edward gewesen? In Fire Emblem Radiant Dawn? Ich glaube, die ist auch Colored Bolt, ne? Das Schwert. Okay, yay. Okay, du hast auch eine Axt, ne? So, auf wen soll ich losgehen? Auf ihn oder auf den anderen?
Ariel könnte am besten heilen. Guck mal hier. Ja, machen wir den, ja. Behutsamkeit. Er soll sich von mir berühren. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Kampf hat hier noch ganz richtig begonnen. Weil das ist noch zu chillig gerade. Na, du bist ein Magier. Dich könnte ich eigentlich anlocken mit ihr, ne? 36. 2. Oh ja. Das Problem ist, sie hat nur magische Angriffe. 35. Wenn ich dich dahin platziere, du hast nur eine Resistenz von 7. 106. Crit 13, da bist du ja wohl ausreichend. Oh ja. So nämlich. Jetzt möchte ich aber heilen. Irgendwas sagt wieder, Kampf hat noch nicht richtig begonnen. Mein Land schon wieder für Erfahrungspunkte. Ah ja, du bist ja gebrochen. So, mir fehlt ein AP. Ich muss es heilen. Irgendwie hätte ich mir gedacht, die hätten irgendwie so mehr so Edelsteine, ne? Diese Wiederbelebungsdinger. Würde für mich irgendwie nur Sinn machen gerade. So, du hast Länderbär. Could you lend me a bear, please? 50, 25. Ich meine, der einfachste wäre natürlich sie, ne? Hey, du hast auch. Stimmt. Ich habe den Bogen auch. Da passiert aber, wenn man mit seinen stärkeren Einheiten hier reingeht, ne? Stell dir sich mal vor, ich hätte das ganze Spiel lang gemacht, ne? Ja, Geschicklichkeitsdieb, sehr gut. So, was habe ich gesagt? Dich. Dann locken wir dich mal mit dem. Warum hast du nicht das Tomahawk? Wer denn? Du hast den Tomahawk. Machen wir halt so. Ja. Nee. Mit dir den Tomahawk. Gibt vielleicht eine Chance, dass ihn zu one-shotten. Dich packen wir hier hin wegen Support. Ja. Übrigens mal die Waffe von ihm ein bisschen hochgeballert, ne? Obwohl ich nicht glaube, dass das noch irgendwie riesigen Unterschied macht. In seiner normalen Waffe ist schon viel besser. Da sind meine ganzen Heiler hier, mein Gott. Ich finde immer noch Fire Emblem 8 hat eines der besten finalen Kampfthema. Das ist immer ein sehr cooles Thema. Oh, warte mal, du hast auch Dingens. Ich muss so viel aus diesen Heilungen hier wie möglich auspacken. Oh, das kann ich natürlich auch benutzen. Bis jetzt chillen wir noch. Ne? Bis jetzt. Da ist er. Da bewegt er sich. Ja, jetzt wird das Kapitel schwerer. Oh,
Problem ist, will ich ihn, festnageln? Was hat denn? Ach so, sie ist hier ist eine Stufe davor. Ich dachte schon, sie hängt irgendwie im Boden fest. Oh, what? Ach, ich dachte nur, was doppelt. Zum Glück hat er nur 21% Trefferchance. Hätte böse enden können. Oh, komm du mir nicht mit so weit auch noch. So, die Frage ist jetzt, brauche ich überhaupt? Ich glaube, ich muss ihn gar nicht festnageln. Achso, ja. Protection. Aber irgendwas sagt mir, ich muss ihn. Geschicklichkeit 2. Also wenn ich ihn festnagel, könnte ich ihn einfach. Aber Problem ist, ich weiß ja nicht, was er noch danach kommt. Der wird sich doch definitiv noch mal verwandeln oder irgendwie so was, ne? Das bedeutet. Ich werde einige Embleme noch brauchen, ne? Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt schon machen soll oder nicht, ne? Jetzt kann er tanzen. Ich aber nicht brauchen, ne? 3% Trefferchance. Oh, sehr gut. Ich hoffe, ich brauche nicht tanzen. So, warte mal, kannst du ihn halbwegs ausweichen? Ja. Der Gesichtsausdruck. Wenn ich auf ihn jetzt ein Messerchen werfe und er und hier der Kollege daneben tut er blocken, wird er dann trotzdem vergiftet? Also bekommt er weniger Status-Dinger? So, er kann mich nicht damit. Hey, warte mal, einen Moment mal. Oh. Hey, einen Moment mal, wenn ich das mache, ne? Wenn ich das mache, ne, während die Bündnisanzeige voll ist von meinen Charakteren, werden die dann auch um 1 reduziert? So, ich habe mir halt die ganze Zeit so vorgestellt im Sinne von, wenn die verwandelt sind. Aber ich nehme an, das ist auch der Fall, wenn irgendwie wenn wir einfach nur Dings hier haben, ne? Ja, mit ihm werde ich wahrscheinlich sowieso nicht Dings einsetzen, ne? Okay. Ja, wird protected, ich weiß, aber. Zerkopf leitet den Kampf ein. Von allen Leuten. Stimmt, ne? Ich sollte vielleicht mal irgendwie gucken hier so. Wegen Gespräche und so. Was? So, und ich kann ihn ja immer noch festnageln, ne? Aber erstmal will ich ihn hier erledigen. Ich werde ihn höchstwahrscheinlich festnageln müssen, ne? Also, ja. Weil das hat die Sache, ne? Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich das halt brauche, ne? Boah, ich würde so gern aber hier die Unterhaltung zwischen einigen Leuten hier sehen. Problem ist, ich weiß nicht, ob hier jeder überhaupt überlebt. Ja, das ist ein bisschen lahm natürlich, ne? Ich würde am liebsten hier schön einige Unterhaltungen mit den Leuten hier sehen. Aber einige Leute gehen ja eiskalt drauf. Mein Gott, Anna. So, 2 Schaden. Ja, ich muss ihn. Festlage, ne?
kann mir nicht vorstellen, dass wenn er sich in einen Drachen verwandelt, dass ich ihn dann immer noch festnageln kann, ne? Wahrscheinlich stationär sein oder so, ne? Oh mein Gott. Ich brauche keinen Schaden machen, weil sie die ganze Zeit da ist. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon gewonnen, ne? Aber sieht jetzt aus. Kannst du ihn jetzt angreifen, ohne ich habe deine Geschwindigkeit reduziert. Oh wow, kann er sogar. Bin mir ziemlich sicher, wir können ihn jetzt erledigen schon. Schau, kannst du ihn fertig machen? Wow. Ich einfach nur guckt, welcher Charakter hier wahrscheinlich ein Gespräch hat mit Sonnenbrunnen und welcher nicht, ne? Die beiden haben definitiv ein Gespräch. Sechs Schaden. Warte mal, sie will ich bestimmt gut platzieren, ne? Alter. Aber schon wieder you als sie übersetzt. Euch bezwingt. Jetzt mal, wenn ich das lese, wenn es eigentlich du sein solltest, denke ich mir immer, dass das vom Englischen übersetzt wurde. Dass you als sie übersetzt wurde. Weil you ist ja, kann ja nicht nur du, kann ja auch sie bedeuten im Englischen. Ich denke immer genau, dass es passiert. Oh. Oh. Ja, ich kann nicht einmal erledigen, ne? Aber will ich wahrscheinlich am Ende machen, ne? Ja, du bist ja fest. Ja, du bist festgenagelt. So, ich muss natürlich gucken, wen der ja alles angreifen kann, ohne zu töten. So, oh, wow. Ja, oh, das wird aber nicht treffen, glaube ich nicht. Wäre aber cool. Kein Dialog. Okay, cool. Dich komme ich ja, dich können wir ja raus bewegen, ne? Das ist eine Menge Schaden, aber dich können wir ja raus bewegen wieder. Das ist so eine kaputte Ability, ne? Von Corin, Gegner festzunageln. Yay. Sieht aber nicht so aus, als ob hier jemand irgendwie Dialog hat, ne? So viele jedenfalls. So, der wäre natürlich gut. Verdammt! Hm. Wer sagt mir, der hat einen Dialog? Wie symbolisch hier. Wir sind Bolisch hier. Meine Welt ist nicht mehr
Der Fall hat irgendwie mehr Character Development als 90% der Charaktere in meiner Gruppe. Da bin ich mir noch ein. So, der Typ kann uns kritten. Oh, Gott sei Dank. Sehe ich jetzt erst, ey. 8% Crit Chance, hallo? So, schau dir meine Hand an. Eigentlich einfach nur im Hintergrund so, ah, jetzt verstehe ich's. Du hast auch eine Hand. Da tut der Typ echt keinen einzigen Zug überleben. Ja. So, ich meine, ja. Sieht so aus, als hätten die ganzen Königskinder hier keine Dialoge. Alles klar, schau dir meinen Schaden an. So, kannst du ihn erledigen? Ja, ich will natürlich nicht, dass sie ihn erledigt, ne? Wollte ich dich hier hinbewegen, ne? Wasserwille Glanz. Koop Schlag mal zwei, müssen wir beide treffen. Ja. Wieder am liebsten ihnen Kill geben, ne? So, wenn du ihn triffst. 1% Crit Chance, er wird ja wohl nicht kritten, oder? So, ein paar Treffer. Oh. Okay. Dann hau rein. So, ist er nicht effektiv gegen Dingens? 36. Oh, einer von den Koop-Treffern muss treffen. Oh, ich sehe gerade. Immer noch das alte Dingen benutzen? Ja, ne? Aber wenn ich mich jetzt neben Vale stelle, ne? Wie viel Werte brauche ich? Treffer 130, ausweichen. 15 19, so oder so einer von den Dinger muss treffen. Ich will meinen Fernkampfangriff davon sehen. Ja, aber ja, ehrlich. Jetzt kickt die Moral rein. Ich meine, ich zerstöre die ganze Welt, aber Vatermord, mein Gott. Was stimmt mit dir nicht? So, mein Mikro. Ja, ne, der uns beim ersten Mal auch nicht wieder kann. Okay. So, da kommen ja noch mehr. Oh. Good game. Ja, offensichtlich. Oh ja, eine Lachnummer, wenn das jetzt ja Ende gewesen wäre.
Ah, oh, jetzt sehe ich schon. Jetzt geht's los, ne? Genau, da habe ich gemeint. Ja, wer? Zomron Shippuden. Ja, der hat mich an Tenshin an gerade erinnert. Mit seinen drei Augen. Okay. Ja. Ja, jetzt wird das nervig. Und ich sehe gerade, der hat ein Schild. Die dunklen Bäume haben eine Barriere errichtet, die bewirkt, dass der Dämonen-Sombron weniger Schaden nimmt. Die dunklen Bäume, um die Barriere zu schwächen. Dunkle Embleme sind anfällig für Angriffe von einer, die mit den Emblemen aus demselben Bild synchronisiert oder im Bündnis sind. In anderen Worten, wenn man nicht die vorherigen Fire Emblems gespielt hat, ist man im Eimer, ne? Wow. Guck ich mal die Leiste von dem an. 100! Erzählt er. Ja, wie soll ich das herausfinden? Ach, das sind die gar nicht. Die sind das, ne? Und Kriegsvater. Also dann hat die Celikas Reich verkauft, ein Eroberer, der vom Blut ausspart wurde. Okay, das macht natürlich ein bisschen einfacher. Was mich. Okay, da kann uns nicht von überall treffen, Gott sei Dank. Außer. Er bündnis sämtlicher Gegner auf. Der einen verdorbt zum ersten Mal hinterlässt. Wo ist die Reichweite? Solange du uns nicht mit irgendwas doppelst, alles klar. Dunkler Gott. Okay. Was die Gottesreich verkümmert einen hasserfüllten Gott, der Furcht verbreitet. Okay, das macht es ein bisschen einfacher dann, ne? Herauszufinden, wer ist, ne? Aber trotzdem ist schon ein bisschen. Schattendrache. Ah, das ist von Awakening, glaube ich, ne? Ne. Ah, ne, Shadow Dragon. Dragon of Light and Shadows, ja. Vor allem im 1. Ich dachte, der mit Angst herrschte. Und er bringt mich nicht mal in Reichweite von dem. Okay, die bewegen sich aber alle nicht. Das ist schon mal eine gute Sache, ne? So, wie hieß es? Ich mache mehr Schaden, wenn ich mit Leuten kämpfe aus der gleichen Welt. Tomahawk 50. Kann eigentlich so machen, ne? Also, wäre nicht voll geil gewesen, wenn man irgendwie die Bösewichte aus den ganzen Fire Emblem Spielen auch hätte. Ich finde, wäre es viel, das hätte es viel geiler gemacht, ne? Dunkler Bischof, Lives reicht. Ich kenne die Bösewichte gar nicht mehr aus den älteren Spielen, wenn ich ganz ehrlich bin. Kriegswarte, da sind noch gar nicht alle, sehe ich gerade, ne? Aber hier sind auch noch welche, ne? Ja, okay, ich bin. Okay, ihn kann ich einfach so angreifen. Dann gehen wir mal hier hin, ne? Da sind ein paar Drachen, die auf uns zukommen. Das heißt, wir müssen hier mit darauf achten. Einen Moment. Ja, bitte. Mal so. Mal so. Ich meine, der hat nur ein Reichweite, ne? Naja.
ist halt noch recht chillig. Habe ich nur einen Sandbogen ausgerüstet hier? Nein. Ja, ne? So ein Dingen. Weil ich schon gedacht hat, natürlich jetzt hier irgendwie was kommt, ne? Der erste Kampf, der war ja. Oh. Ich habe den Kritter mal noch nie gesehen, ne? Mit ihrem Messerchen. So, kann ich mich hier drauf hinstellen? Wir können da nicht spawnen. So, wer war das nochmal? Sigurd, Alfred. Schießt genau richtig, Kollege. So, du hast einen Tomahawk mit 50 Schaden. Was ist da unten auch welche? Ja. Nicht so gut. Okay, ist gut, ist gut. Na, je nachdem, was Sombron hier noch als macht, ne, könnte das hier. Ah, dieser Treffer. Hätte ich brechen? Ich meine, da bringt ja nichts, ne? War so. Ich meine, vorhin hat es auch getroffen. Ich will natürlich mindestens einmal mit einigen Charakteren hier die Dings hier auslösen, hier die Gespräche. Ich nehme an, da gibt es Gespräche, ne? Was war er nochmal? Celica, wer hat Celica? Jetzt wahrscheinlich wieder viel schwieriger machen, ne, für mich, ne? Weil irgendwann kommt ja bestimmt Verstärkungstruppen, ne? So, die können mich beide treffen. Ja. 48 und 60. Gott. Bei den neueren Fire Emblem Spielen werde ich wahrscheinlich die Charaktere alle erkennen. Ja, warte mal, wie viel? Ja, ne, dich kann ich hier anlocken. 48. 48, das sind 27. Ja, das überleben wir. Was dich kann ich erledigen. Ich könnte mir mit Donner angreifen, aber muss ich mit jemandem die Waffe wechseln. Aber die Drachen, die hier unten, die muss ich mich auch noch kümmern, ne? Die werden auch nervig sein wahrscheinlich. Ja, Lanzen, cool. Ne? Ihr habt Schwerter, natürlich habt ihr Schwerter. Kann ich mich auch bewegen? Nö. Okay. Aber so. Kann ich euch anlocken schon mal? Nö. Nö. Nein, immer nicht.
Scheiße. Ach, komm her, du. Oh. Ja. Versuchen noch ganz schnell zu rechnen, ob das reicht, aber ja. Reicht. Ja, und ich muss mich eigentlich auch erledigen können, ne? Oh ja. So, 43% Schaden. 43%. Ich krieg hier. Okay. Ich dachte, er wird wieder so aggressiv werfen. Oh Mann. 3. Das nennst du ein Tomahawk? Das ist ein Tomahawk. Warum können wir ihn jetzt mal doppeln? Ach, wegen Hector, ne? Ah. Und der gehört Alfred. Okay. Sambon und Schild, alles klar. So. Nee, das reicht. Wir kommen einem fast auf den Gott, der furchtbar weite. Das ist Gottes Reich. Kann ich ihn überhaupt angreifen, theoretisch? Kann ich. Bringt aber nichts. Ja, das ist auch ein Schwert, ne? Aber machen wir lieber mit der Eisenlanze, ne? Ja, weil die garantiert trifft. Du hast jetzt auch besser einen Dialog, ne? Da wäre so cool gewesen, wenn man die Bösewichte ja hätte kämpfen können, ne? Von den früheren Fire Emblem Titeln. Ich weiß gar nicht mehr, wer der finale Boss war. War der finale Boss nicht irgendwie die Tochter von Sigurd? Irgendwie korrumpiert wurde hier von dem Bösewicht durch Inzest oder irgendwie so was. Und nein, ich meine, Fire Emblem 4 war ein bisschen krass, okay. Also da ist ein bisschen das krasse Zeug passiert, okay. Das sagt Game of Thrones unter den Fire Emblems. So, du Schattenwache. Ja, okay, den Schattendrachen kenne ich, aber Gangrel, wie ist er nochmal? Garnef? Da war doch der Bösewicht so, ne? Doch, 102 und what? Was ist denn mit deinen Falchern? Guck dir mal meine Waffe an. Mann, wie viel Schaden ich mache. Alter. Aber wenn ich damit gekrittet hätte, ne? Wie? Bin ich so leicht besiegt? Ich kann es echt nicht glauben, ne? So, wenn er sich bewegt, nachdem der ganze Schild weg ist, ne, dann weiß ich auch nicht. So. Ich finde ehrlich gesagt, diese Gegner hier sind wahrscheinlich nerviger als andere hier. So, du hast eine Großlanze, das heißt, ich kann mich schön eine Feuerlanze bearbeiten. Oder einfach habe ich einfach nur so viel Schaden gemacht, weil ich mit dem richtigen Charakter gegen gekämpft habe. Wahrscheinlich, ne? So, wer ist da oben überhaupt nochmal? Dunkler Bischof. Live hat Raphael. Raphael ist hier, ne? Ja. Ich würde sagen, dann kämpfen wir uns so hier oben hin, ne? Kommen wir uns um die. Warum kann er sich nicht... Treffen wir so in der Mitte wahrscheinlich, ne? Die bewegen sich ja sowieso nicht. Mir macht irgendwie mehr Angst, was hier noch so im Nachhinein kommt, ne? Weil es kann unmöglich sein, dass
Hier werden so viele Verstärkungstruppen wahrscheinlich kommen, ne? Ich gehe mal hier drauf, ne? Ist ja nichts dagegen, oder? Ich habe irgendwie mehr Schiss davor, was hier Verstärkungstruppen jetzt kommt. Das werden hier Verstärkungstruppen kommen. Deswegen kann ich nicht doppeln, weil ich schon wieder so greifen, Alter. Ich habe auch Karnax. Nee. Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Was ist denn hier schon wieder los? Rohe Gewalt. Zelkov weiß, wie man rohe Gewalt anwendet. Ich meine, du kannst ihn ja erledigen, ne? Aber du brauchst auch ein bisschen Heilung gerade. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich mir hier irgendwie leisten kann. Weil je länger ich brauche, desto eher kommen irgendwann wahrscheinlich Verstärkungstruppen, ne? Gott sei Dank. Deswegen will ich hier so schnell wie möglich die Gegner platt machen, ne? Sonst renne ich hier wieder gegen 50 Milliarden Gegnern an, ne? Und ich muss mich hier bewegen, weil da oben ist Dings. Mach mal jetzt einfach so, ne? Wo ist gerade Fall hier? Ja, er ist so weit entfernt schon wieder, Mann. Okay. Na gut, lass mir ein bisschen Geld, weil ich dann jetzt natürlich noch ganz sicher brauchen werde, ne? Ja. Ah ja, auch den Ring, cool. Den einen Ring. So, dich kriege ich wahrscheinlich nicht down, ne? Obwohl. Ich meine, ich habe nicht viel Auswahl gerade, ne? Okay, wo ein Crit ist, ist auch ein Weg, okay? Ach man. Noch mal nicht ein einziger Crit, ehrlich. So, ich muss jetzt aber ein bisschen treffen hier, ne? Gott. Weißt du, das Schlimmste, was der Typ machen kann? Oh Gott. Okay. Ich glaube nicht, dass er irgendjemanden töten kann, ne? 27. So, dir müssen wir Dingens geben, ja. Sonst bist du sowas von tot. So, und ich muss den Typen mit John erledigen. Geht jetzt gerade nicht anders. So, okay. Sollte eigentlich in Ordnung sein. Drei Werte nur. Nur. Ich meine, er hat schon viel hier maximiert, glaube ich. Um das kurz auch voll zu maximieren. Ja. Oh, sehr gut. Voll unnötig jetzt. Hat wir jetzt so viele Crits bekommen. Ich meine, natürlich sind die nötig, aber mein Gott, warum bekommen wir jetzt so viele? Jetzt ein Kapitel. Oh, und jetzt kommen die alle.
Und du gehst auf Eden los. Ah, weil du ihn brechen kannst, ne? Geht er auf natürlich den Charakter los, der keine Erfahrungspunkte mehr kriegt. So, immer noch keine Verstärkungstruppen. Ich. Was hast du eigentlich für Fähigkeiten? Zum gegnerischen Kopfschlingen. Oh. Warte mal, anderer Fall hat nicht auch. So. So. Stab. Heilung. Oh, okay. Ja, warum nicht, ne? So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Da habe ich schon zu viele. So, ich glaube, da möchte ich sogar eher reingehen, als die auf mich zukommen zu lassen. Oh. Ja, und ich glaube, Alfred müsste die hier auch überleben, ne? Oh ja. Aus dem Sattel geschleudert. Meine Kriegerlanze. Problem ist, ich kann mich nicht hier so schön bewegen. Ja, 43. Oh, das ist ein Silber. Ja, der Kriegerlanze. Aber die sind ja Müll in dem Spiel, von daher ist das nicht so schlimm. So, kann ich dich hier so liegen lassen? Ja, ne? Was ist mit dir? Die sind gar nicht so schnell, sich bei 25. Das müsste eigentlich überlebbar sein, ne? Oh, Fall muss ich da einpacken. Ich denke, das ist die ganze Zeit. Dann haben wir 8 Leute auf der Seite. Warte mal, geht doch gar nicht. 3, 4, 5, 6. Ah doch, ja. Ne, 7 haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, mein Gott. Genau, ich tausche jetzt die beiden aus. Wer ist da oben? Silberachs und Silberbogen. 46. Passt, ne? Ah, ich werde von beiden hier. Ah, deswegen. Ja, der ist natürlich ein bisschen nervig jetzt gerade. Tun wir mal hier ein bisschen zurückgehen. Ich stehe jetzt natürlich beide so, ne, damit ich mich hier bewege. Ja. Machen wir dich mit dem Tomahawk. Wollte ich hier hin. Warum bist du schon wieder getroffen? Boah. Na gut, sei so doof und greif ihn an. Wenn du halt machst, wenn du halt machen willst, kein Problem. Brauchen wir nicht mehr so sehr die Fähigkeit. Kommt man irgendwie sofort, wenn man irgendwie den Zug beendet, neben einen. Warte. Oh. Ja, und hier müssen wir, hier lassen wir Alfred hier
müssen wir ein bisschen zurückgehen, ne? Ich hoffe natürlich, aber warte mal, er kann doch sich selber heilen. Vergesst das andauernd. Kann er sich selber heilen als Oberbischof oder Priester oder was auch immer er ist, Oberpriester. Okay. So. Und du gehst mit Axel. Kannst du natürlich auch machen, ne? Ja, du müsstest halt eigentlich überleben, ne? Okay, jetzt sowieso. Goldener Lotus. Einmal zwei. Da kommt ein Wolf, Leute. Immer noch keine Verstärkungstruppen. Ich bin sehr, sehr überrascht und misstrauisch darüber. Da kann ich einfach hier reingehen und dich fertig machen? Nein, natürlich nicht. Ne. Ich meine, außer ich krieg natürlich wieder. Ne, das ist wieder. Natürlich eine Selbstverständlichkeit, ne? Machen wir den. I am the storm that is approaching. Müssen mehr Virgil Anlehnungen machen, ja? Von Devil May Cry. Wow, dich kann ich einfach mit Celica, Ivy bombardieren. Kannst gar nicht zurückschlagen. Wir sind einfach so mitten im finalen Boss. Dieses Gitarren-Solo kommen. Ein sehr komischer Schrei. Ey. Ja, hey, stirb! Ich fühle meine Macht. Tut mir leid, kleine Schwester, aber das klang sehr merkwürdig. So, wer trifft mich denn hier schon wieder? Ich sehe so komische. Oder ist das nur er? Das ist nur er. So, kannst du überhaupt noch irgendwas mit dem Dings hier, mit deinen Äxten reißen? Mit einer Axt aus einer anderen Welt. Warte mal. Boom. Brechen. Neue Schaden. Darut Sandsturm. Ich weiß nur, dass das eine Meme ist. Ich weiß gar nicht, wie der Song geht. Ich weiß, es gibt eine Meme, der Root Sandstorm. Irgendein Lied. Ja, weiß ich auch nicht. Ah, kann ich einen von euch kaputt hauen? Vielleicht, wenn ich kritte. 82%. Ich meine, da muss ich einfach versuchen, ne? Ja, 82 ist eine sehr hohe Zahl. Wird immer schneller. Oh. Das ist so eine komische Animation, so ein Feuerball mit einer Lanze zu schießen. Da. Da war ich dazu, meine ultimativen Waffen als benutzen. Das ist schwer zu handhaben. Kannst du vielleicht ihn erledigen? Ja. Ich habe mit dem Tobor. Ja. Treffsicherheit hat mit dem der Eisenaxt.
Das ist noch einfach bis jetzt. Ich weiß, ich werde diese Worte bereuen, aber das ist das, was gerade der Fall ist. Ne? Ja, du bist live. Genau. So, mach ich hier. Hier sind schon wieder die nächsten Gegner, die auf uns warten. Elfenwind. Kann ich dich mit ihm anlocken, ohne dass du mich zermöbelst? Ja, ne. Geschicklichkeit 22. Was ist eine Crit-Abwehr 35? Du wirst mich nicht kritten. Nur um sicher zu gehen, ne? Warte mal, so, ich hätte es lieber, wenn die Wölfe nach links gehen anstatt nach rechts. Ich kann die auch bestimmt irgendwie anlocken, ne? Nö. Weil hier ist immer die Reichweite von Sombron. Okay. Müssen hochleveln. Oh, KP plus 12. Hat sie die gerade bekommen? So. Hey, was geht, ne? Bitte geht nach links. Bitte geht nach links. Danke. Oh, danke. Dämon Sommer wird in seinem nächsten Zug seinen Heulschrei einsetzen. Versuch aus Reichweite zu gelangen, um ihn zu entgehen. Okay. Klar, gerne. Ja. Mach ich doch gerne. So. Warte ich mal kurz platt, ne? Mehr Geschwindigkeit. Musst du bis jetzt auch noch kein Bündnis einsetzen, ne? Aber wenn ich es brauche, dann werde ich es haben, ne? Muss überspringen hier, ne? Da habe ich mir nur. Nein, du hast einen Kriegerbogen. 32. Thomas bei gar keinen Schaden. Alter. Genau deswegen sind Kriegerbögen nicht so gut in dem Spiel. Die sind normalerweise stark und können zweimal angreifen. Ne? Aber da man Waffen ja unendlich benutzen kann in diesem Spiel, ne? kannst du den nicht zu stark machen, ne? Weil sonst hast du eine Waffe, die du mit der du doppeln kannst, die voll stark ist. So, ach, das ist von Chrom. Ne, will ich aber nicht einsetzen. Kann ich euch einfach aus dem Weg gehen? Was habt ihr überhaupt? Habt ihr irgendwie? Ich meine, die machen mich definitiv fertig, ne? Ah, dieser Crit-Chance, aber ich wollte ja eigentlich nur auf ihn da oben losgehen, ne? Aber wenn die mir jetzt hier wieder im Weg kommen, nochmal hier hin. So. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof jetzt gerade, ne? Die Dolche, die tun ja auch uns debuffen, ne? Mein Rückwirkung betrachtet, brauche ich ja eigentlich nur sie da oben, ne? Das heißt, die anderen könnte ich eigentlich hier hinten lassen, aber
Wie mache ich das? Ich könnte eigentlich die beiden da hinpacken. Ne? Bleiben wir vielleicht unten. Ich nehme nämlich sehr stark an, hier kommen gleich noch Gegner. Ne? Weil hier war so ein Dingen. Also überall, wo diese Dinger sind, kommen wahrscheinlich noch ein paar Gegner. Ne? Da will ich bestimmt in einer sehr guten Position sein. Ne? Triffst du mich? Ich meine, sie überlebt hat, ne? Wow. Es war sehr unnötig, dass das Ding jetzt hier ist, ne? Machen wir halt so, ne? So. Bleiben wir eben hier. Muss ich auf euch loskommen, ne? Problem ist, einer wird jetzt hier gedebufft. Okay, hab ich jetzt Leute daraus bewegt überhaupt? Ja, ne? Nein, habe ich nicht. Ich habe es nicht. Ich habe irgendwie verpennt, Tibera da rauszubringen. Aber ist okay, wir nehmen ja keinen Schaden von denen. Ja, dann schaden wir jetzt. Boah, der kann mich vierfachen, sehe ich gerade. Aber ist okay, sie nimmt sowieso keinen Schaden von den Gegnern. Wenn sie auf ihn losgegangen wären. Na, oh hey, oh hey. Cool. Mann, aber die machen ja mich, die meiner gar nicht so beschaden, ne? Und ich kann ja auch nicht kontern. Hey, ihr, wie wär's, wenn ihr mal da abhaut, ne? Ja, okay, das ist gerade ein bisschen maximal nervig hier mit diesem Vieh. Ich wusste, dass diese blöden, ist halt diese blöden Wölfe hier mir Schwierigkeiten machen. Wenn ich einfach euch doppeln könnte, ich weiß nicht, warum ich bei dir zweimal angreife, aber okay, machen wir den. So ein Kit wäre jetzt cool. Okay. Ja, nee, dich muss ich einfach hier mit ihnen erledigen. Das ist mir gerade zum maximalen nervig gerade. Wenn du ihn treffen könntest, ne, das wäre cool. Ja. Okay, Vale. Oh, das Ding habe ich ja auch noch. Ganz vergessen. Verteidigung plus 5. Warte mal, Anna. Wolltest du gerade, hast du die 12 KP jetzt dazu bekommen? Das hat gar nicht. So. Haben wir das. Was ist hier alles aufgetaucht? Will ich das machen? Ich glaube ja, ne?
müssen uns erst um die kümmern. Kannst du ihn kritten? Bestimmt. Ne, warum hast du eigentlich nicht den Meisterbogen? Oh, hast du. Stimmt, der Anna hatte den Langbogen. Ich habe nur gesehen, irgend so einen Bogen mit einem Effekt drauf. Wollte schon sagen, 84%. Mädchen, da musst du kritten. Geht nicht anders. Mehr Geschwindigkeit. So, und ich kann ja niemand anderen reinbewegen, außer ich muss auch mit Rafael auch noch hier den kurz antreten. Wegen Dialog und so und Story. Erstmal haben wir ein Level up mit Zellkopf. Dokumentation von Zellkopf. Oh, perfekt. Okay, mit so wenig Stärkungsrum kann ich noch leben, ne? Aber mal sehen. Du bist noch so weit entfernt, Mann. Ja, ich möchte nur einmal mit ihnen kurz hier so einen kleinen Dialog machen, ne? So, du kannst ihn da nicht töten, ne? Aber kann ja schon mal ein Ding da bekauen, ne? So, auf der linken Seite sind nur so Kampfmönche oder was auch immer die, wie auch immer die nochmal heißen, ne? Wenn ich Glück habe, bewegen die sich da weg, dann kann Ivy auf den General losgehen. Na, gucken wir mal, ne? Ah, ist auch kurz davor wieder. Ah, die haben den protected. So, jetzt fängt es an, nervig zu werden, ne? Pass auf. Die bewegen, die haben den protected. Na gut, dann gehen wir ihm dahin und machen die platt. Ich habe gedacht, ich hätte hier irgendwie voll coolen Trick rausgefunden, ne? Indem ich hier mit Dings reingehen, ne? Mit Ivy den Erlediger, bevor der irgendwie was machen kann. Aber jetzt kommen sie wieder, die Gegner, ne? Und machen wir jetzt hier zu schaffen. So, Rafael, ich möchte nur einen Dialog mit dir haben. Oder mach ihn platt, geht natürlich auch. Was ist das überhaupt für ein Symbol? Soll das einfach nur, ich mach ihn noch nicht mal platt. Lives reicht. Du hast ja live, ne? Nicht blöd, oder? Aber warte mal mit Nell. Aber er macht keinen Schaden. Na, egal. Ich weiß nicht, wer der Bösewicht aus Fire Emblem 5 ist. Oh. Okay, klappt auch so. Das habe ich mir selbst zu schreiben. Wie konnte ich mich nur in mächtigen Danio gegenüber stellen? So, ich habe gesehen, da sind ein paar fliegende Einheiten. Ne? Weiß, wenn ich dich hier eben bewege, wie am Töter. Also halt irgendwie ein harter Konter gegen Ivy sein, oder? Warte mal, ich hier. Warte mal. Wir im Twitter, ja. Nur wir im Twitter, ne? Gut. Weil nachher hat er irgendwie eine Schmetterwaffe, ne? Und boxt mich hier genau in seine Reichweite rein, ne? Da hätte ich gar keine Lust hier gerade, ne? Danach lüstet es mich gerade überhaupt nicht. So, Silberlanze. Ich meine, ja. Werden die Orkanaxt dann? Ich meine, ich könnte diese Superwaffe von ihr einsetzen, aber wir werden doch nie im Leben treffen. So,
So, bleiben wir alle zusammen hier, ne? So, mich stört er gerade so sehr, ne? Das. Du hast 29, verdammt. 5 höher. Einen Moment lang habe ich echt vergessen, wie viel mehr Geschwindigkeit man braucht, um zu doppeln. Aber wir machen 5 höher, ne? Warte mal, du hast Nova. Nein, das ist so. Aber warte mal, damit kann ich dich aber. Ach so, da unten sind ja auch noch welche aufgetaucht. Ja, die, ja, hier gibt es aber nichts zum Klauen, also seid ihr mir egal. 31. Ein Schaden. Ich meine, ja, ne? Ich brauche euch alle hier der Seite. Diese blöden Typen hier zu erlegen. Oh, wie wär's, wenn du mal dich hier hinstellst mit dem Brionak? Boah, ich wünschte, sie können sich noch mal bewegen, ne? So wie Alfred. Das ist natürlich genau die nervigste Konstellation, da als Verstärkungstrupp auftaucht, ne? Natürlich müssen das so blöde Dinger hier sein. Die General protecten, damit ich auf nicht, wenn ich nicht auf den losgehen kann. Der Schaden, den du mir abziehst, macht mich nur noch stärker. Das ist jetzt dahin bewegt, ey. Goldener Lotus. Goldener. Du musst nicht deine Null Schaden halbieren, Alfred. Ich höre nicht, dass mein Anzug dreckig wird. Voll out of character gehört. Okay. Ich fange langsam an zu glauben, Hector ist ein bisschen überpowered mit Madeleine. Und dann noch